Willkommen zur Star Wars Show. Ja, der Helm passt nicht. Das Kostüm entspricht nicht. So läuft man nicht bei Star Wars rum. Ja? Euer Captain Rex begrüßt euch total und recht herzlich zur Juni-Ausgabe 2019 Star Wars. Welcome to Star Wars Galaxy Edge. So, Galaxy Edge ist eröffnet. So läuft man da halt nicht herum. Bin heute mal für diese Sendung in dieses Kostüm hineingekrabbelt. Ja, das ist ein Karnevalskostüm, ist also nicht so ein Originalkostüm, wie andere es halt tragen. Die waschechten Cosplayer würden jetzt schimpfen, tun sie ja auch. Aber für diese Sendung reicht es, besonders im Juni 2019, wo wir fast 30 Grad draußen haben. So, wie warm das jetzt hier im Studio ist, könnt ihr nur ahnen und sollt ihr auch nur ahnen. So, wir sind bei Galaxy Edge, meine Freunde. Wer viel Geld hat, wird es sicherlich live sehen. Galaxy Edge ist ein Disney-Themenpark. Und wie alle Themenparks ist es natürlich dort aufgeräumt, sauber, metallisch, Beton und Stahl. Das ist halt so und ganz viel Elektronik und wir wollen hoffen, dass es nicht ausfällt, irgendwann irgendwie, weil das ja hochgradige Elektronik ist. So, persönlich werde ich dort nicht hinkommen, weder Anaheim im nächsten Jahr, weder jetzt in Orlando. Also ich gratuliere allen, die da ankommen und uns dann auch Videos zeigen, wie die Amerikaner uns diese Videos gezeigt haben. So, ich habe jetzt sehr viel Galaxy Edge mir angesehen. Ich habe mir diesen Resort angesehen. Ich habe mir diesen Themenpark angesehen. So, es ist wie jeder Themenpark auch alles normal. Also da sind jetzt keine Tausende von Kostümierten, die da so tun, als ob sie da in Bantu wären oder in irgendeiner anderen Stadt. Ihr könnt euch ja vorstellen, aber es ist halt so irgendwie Bantu. Ja, so, es fehlen da die ganzen, ihr wisst schon, die ganzen bunten Kostüme, die bunten Gesichter, die gesamten Aliens. Ihr seid halt dort. Ihr könnt gucken, staunen, essen. Nicht billig? Okay. Nur eine einfache Cola, aussieht wie eine Bombe. $10. Ist klar. Muss sein, ist halt so. Auch der Eintritt ist nicht billig und so weiter und so fort. Wir wollen jetzt aber nicht darüber sinnen. Ich kann persönlich nichts Negatives finden. Ich kann gar nichts Negatives finden. Ich kann auch niemals an diesem Outfit irgendwas Negatives finden. Es ist Star Wars. Wer halt so ins Kino geht, wäre dann ein bisschen dick angezogen, sähe aber lustig aus. Warum auch nicht? Der Smile-Faktor wäre halt da. Und zwar am 18. Dezember 2019 um 0 Uhr. Und eine Minute würde dieser Film beginnen. So, für diejenigen, welche die unbedingt um die Uhrzeit reingehen. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Am 18. Dezember 2017. Soweit denke ich gar nicht vor. Ich mache jetzt eine Sendung für den Juni 2019 in Kostüm von Captain Rex. Ihr habt gerade selbst gemerkt, dass dieser Helm gar nicht richtig passt. Ja, weil für Fasching reicht am 11.11. kann man damit rumlaufen, ja, oder bei Halloween, ne, kann man damit auch rumlaufen und kann dann auch rufen, Süßes oder Saures. Also für Jugendliche, Heranwachsende, auch ältere Ü60, genau, Edge Ü60. Ü60 hat diesen Resort eröffnet, ja, die meisten, die da oben gestanden, Harrison Ford und so weiter, waren Ü60, ja, okay. Einige haben gefragt, warum ist die Kennedy nicht da? Catherine Kennedy war deswegen nicht da, weil die mit Disney Resorts und mit dem Eigentum von Disney persönlich gar nichts zu tun hat. Dass sie sicherlich irgendwann da war, sich das angesehen hat, wird wohl gewesen sein. Ist es schon etwas länger her, da haben die sich, also die Regisseure, sogar Steven Spielberg und so weiter, haben sich diesen Resort angesehen, haben sich den erklären lassen, haben sich die Technik erklären lassen und so weiter. Ist okay. So, zweite Pendant ist Han Solo zweiter Tag. Han Solo 2.
Man möchte ihn haben. Man möchte Han Solo 2 haben wegen Darth Maul schon alleine. Man möchte auch, dass mehr auf Darth Maul eingegangen wird und dass er da irgendwas macht. Ist ja nun mal ein Gauner jetzt im Moment, naja, also ein richtiger Bandenfürst, der da das Universum rebelliert, wisst ihr ja aus Rebels und wisst ihr ja aus Clone Wars, wie Darth Maul unterwegs war. So, Darth Maul, wie gesagt, nur wegen ihm und ehrenreich als Schauspieler von Han Solo, naja, so schlecht war es auch nicht. Mittlerweile wird Han Solo geliebt, auch als ehrenreich. Es muss jetzt nicht ein neuer her. Wir wissen ja, es gibt welche, die dem Ford viel besser oder den Han Solo in seiner Struktur viel besser auf den Leib geschnitten. Viele Darsteller haben sich ja gezeigt bei YouTube, dass sie das können, das auch wirklich auf den Weg bringen könnten, einen Han Solo darzustellen. Aber jetzt haben wir nochmal einen. Ja? Wir haben einen neuen Chewbacca, 32 Jahre alt ist der Schauspieler. Wir haben gesehen, dass im Ursprung der 70er Jahre Chewbacca-Darsteller Englisch gesprochen hat und nicht seine Töne von sich gegeben hat. So, wer gut recherchiert bei Google, wer wirklich nachsieht, nachliest und normal bleibt. Ich rede jetzt von Ü60, weil die sind die Normalen, die an sich nur die Hollywood-Filme kennen. Sie kennen sich nicht aus bei Old Republic, sie kennen sich nicht aus in den Büchern, sie kennen sich auch nicht aus in den Schmalfilmen oder halt in den Comics oder in Old Republic als Spiel. Ich rede jetzt von denen, die kennen es nicht. Ja, ich rede von denen, die jetzt an Ü60 herankommen, genauso alt werden wie die Schauspieler selbst im Moment, sind auch George Lucas mit seinen 75 Jahren, ist ja halt jetzt im Danke-Modus. Er hat sich bedankt für dieses Edge. Er hat sich bedankt, dass das weitergeführt wird. Ihr könnt Lightsaber da selber bauen. Ja, werdet ihr eingeführt, sucht euch einen Kristall aus und dann generiert ihr euer eigenen, ja, Lightsaber, Lichtschwert. Ja, wie teuer das jetzt ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass einige kaufbare ab 129 bis zu 299 Dollar zu haben sind dort im Resort. Ihr könnt Kleidung kaufen, sehr gute Kleidung, nicht sowas hier. Ja, die haben also die sehr gute Kleidung dargestellt, die haben sehr viel Merchandise dargestellt. Also, ja, haben sie also schon in Anaheim, Convention, dieses Jahr auf der Convention. So, Celebration 2019 hat man das ja alles schon gesehen. Das, was da zu kaufen wäre. So, ich gratuliere allen, die da jetzt hin können, dort kräftig einkaufen können und das dann uns vor YouTube oder bei Facebook dann zeigen können. Ich gratuliere euch, dass ihr da hinkommt. Meiner einer hat leider im Moment überhaupt gar keine Zeit, aber jemals da hinkommt, weiß er nicht. Deswegen bin ich froh, wenn ich schon mal in so einem Kostüm stecke hier als Captain Rex, den es ja leider auch nicht mehr gibt. Der dann also auch klammheimlich verschwinden wird, wie vieles anderes auch. So, wir sind bei Episode 9 jetzt. Da haben wir durch Vanity Fair sehr viel erfahren. Es könnte sein, dass für Kurzweil Luke Skywalker mit R2-D2 da erscheinen wird. Kann sein, dass er sich materialisiert. Noch einmal, zum letzten Mal. Wer weiß, aber jedenfalls die Fotos versprachen es vom Set. Und dann haben wir Finn auf einem kosmischen Pferd rumreiten sehen. Dann seine, die da mitreitet, soll nicht so koscher sein. Lassen wir uns mal überraschen, wie koscher sie ist. Auch sie arbeitet mit einem Laser-Lichtbogen. Ja, also die schießt irgendwie Lichtbögen, ja, keine Pfeile, sondern Lichtpfeile. Ja, also eine neuartige Waffe da, die da im Einsatz ist auf diesem utopischen Pferd. Ja, dass es echte Pferde waren, die da angezogen wurden extra und dann nachher noch einmal im CGI oder im FX-Verfahren verändert wurden, weiß man nicht. Warten wir ab. Warten wir ab. Wir philosophieren jetzt nicht. Wir philosophieren überhaupt nicht. Wir machen jetzt aus E9 den Aufstieg von Skywalker, wer immer damit gemeint ist, ob Luke, Anakin, sein Vater also oder die gesamte Familie.
aufgestiegen ist. Wir philosophieren auch nicht, dass Rey eine unehrliche Tochter von Han Solo ist oder eine unehrliche Tochter von Luke Skywalker. Wir philosophieren das alles mal nicht. Rey ist irgendwie eine Schrottsammlerin, bedingt dadurch, dass sie halt als Kind dort in diesem Bereich eingesetzt wurde, als Sklavin, sagen wir mal so, wie Anakin Skywalker auch ein Sklave war. Anakin Skywalker hat halt Druiden gebaut, den 3DRPO, ja, und sie ist halt eine Schrottsammlerin und ist irgendwie von irgendjemandem gezeugt worden, der halt auch das in sich trug, wie jeder Jedi in sich trug, wie stark sie das in sich trägt, wissen wir noch nicht. Sie ist halt voller Wut oder sagen wir mal so, sie ist nicht voller Wut, sie ist voller Naivität. Ach, ich mach einfach, was soll's. Weil als Schrottsammlerin ist ja immer einsam, immer alleine und hat Risiken eingehen müssen. So, wenn man von Kindesbein Risiken eingehen muss, aus welchem Grund auch immer, dann, ja, dann denkt man da nicht dran. Ja? Man hat ja gesehen, wie stark sie in der Dark Zeit unterwegs war, um sich selber zu finden. Also klack, 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 war ja nicht schlecht. Ne? So, und dann, der allerbeste wird mittlerweile so gehandelt, war Rogue One. Also alle mögen mittlerweile in der Neuzeit Rogue One. War also nicht schlecht. So, und dann kommen wir zum Kernthema, dass, wenn Disney Plus erscheint, ja, dass Realserien, wir vielleicht Glück haben, Realserien als Old Republic, Realserie von Jakku, so Art Rogue One, Vorbereitung und was weiß ich, dann haben wir vielleicht Glück, wenn oder sollte nicht ein Spielfilm Han Solo 2 erscheinen, vielleicht haben wir Glück, dass daraus irgendwie eine neuartige Serie wird. Viele hoffen ja auch noch auf Obi-Wan Kenobi als Film oder halt als Serie. Ja? Ich stehe immer noch dazu, dass der Lord fehlt. Das Vader als Lord, Darth Vader, dass er noch zwischen 3 und 4 eingebracht wird, ja, dass er also vor Rogue One erscheint und sich dann auf dieses Rogue One hin, ja, arbeitet, also das alles und er auch zeigt, warum er die Jedi auseinandergenommen hat. Und dass man sieht, wie stark er verbrannt war, wie stark er gelitten hat und wieso, weshalb, warum, dass er auch, dass man auch hört, wie er denkt, es kann ja nicht sein und so weiter und so fort. Ja, und dass er daran leidet, dass Amidala verstorben, ja. Und dass er ein bisschen spürt, dass da was ist, ja. Wie, bis er sagt, du bist mein Sohn, ich bin dein Vater, ja. Und dass er dann auch, wie gesagt, die Leia spürt und dass auch, ja, Luke, seine Schwester, spürt, dass da so das ist. Also jedenfalls der Hauch von Lord Darth Vader müsste oder sollte vielleicht einmal nochmal so richtig als Kinofilm abgehandelt werden zwischen 3 und 4. Das wäre so ein richtiger Ballon. Dann würde 4 wirklich so aufgewertet werden, dass Ü60 auch sagt, Wahnsinn, dass Ü60 auch jetzt Lust hat, nochmal ins Kino zu gehen. Denn Ü60, sage ich jetzt mal, verabschiedet sich von Star Wars. Da kann auch Galaxy Edge einen nicht retten, man geht da vielleicht hin und so weiter. Aber wer will denn ständig heutzutage jetzt noch Darth Vader sein? Wer will denn heute noch Leia da und so weiter? Das wird so ein bisschen ausgehen, auch mit den neuen Serien bei Disney Plus, wenn ja ganz andere Helden kommen. Okay, Resistance als Zeichentrickfilm hat also nicht so gefruchtet, auch die Figuren sind nicht so, man hört nichts davon, man sieht nichts davon, man merkt auch nicht, dass ein Sammelfieber ausgebrochen ist, das sieht man alles nicht. Es ist zwar wunderschön, in so einer Atmosphäre zu leben. Wenn ich Geld über hätte, würde ich auch alles so umbauen, weil das eine tolle Atmosphäre ist oder ich würde so leben wollen. Ja? Garage so umgebaut statt richtiger Autos halt, diese Raumfähren da drin, ja, den Scooter da drin oder das rasende Buch da drin, ja, mittlerweile wird ja bei Han Solo der Scooter da, den er da geklaut hat, als rasendes Buch bezeichnet, sah ja auch so aus, wie halt das ausgesehen hat, des Polizisten sozusagen da, den Polydroiden da, Quatsch, Stormtrooper,
beziehungsweise die sogenannte Polizeieinheit als Trooper, dieses Fahrzeug, keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat, dann nicht richtig aus. Man hätte schon mehr futuristisch einarbeiten können, hätte. Also wie gesagt, ich finde nichts Negatives, persönlich finde ich nichts Negatives bei Star Wars. Für mich ist Star Wars alles. Auch das hier ist Star Wars, der so rumläuft, warum denn nicht? Er muss sich ja halt damit identifizieren. Ja, ich bin Star Wars Fan. Ja, vielleicht glaube ich, also Karneval, vielleicht glaube ich am 11.11. hier so rum. Warum nicht? Ne? Vielleicht, ich weiß es nicht. Ne? Kann auch eine Abschiedssendung sein jetzt hier, ich weiß es nicht. Das ist halt so. Man verabschiedet sich so ein bisschen von Star Wars. Man ist nicht mehr so involviert in Star Wars. Das ist jetzt wirklich ein vollwertiges Produkt. So wie ich lesen konnte, soll für 1,8 Milliarden in Disney World hier in Paris auch sowas noch mit Marvel zusammen da was gebaut werden. So, warten wir ab, warten wir ab. So, wie gesagt, Orlando ist jetzt am Start. Anaheim wird, glaube ich, im Ende des Jahres eröffnet, oder wenn wir Pech haben, nächstes Jahr, aber wird eröffnet werden. Und dann werden wir ja auch nächstes Jahr die Convention und die Celebration 2020 erleben in Anaheim. Und dann werden wir ja sehen, ob die da in diesem Resort was machen. Oder halt wieder irgendwo anders, wird man sehen. Wenn sie es im Resort machen, wäre ja nicht schlecht, weil wäre auch Wahnsinnsumsatz für Disney. Ja. Gut, dann müssten aber Hommage die Preise sein. Also wie gesagt, wäre nicht schlecht in Anaheim, wenn da die Celebration 2020 wäre. Aber warten wir ab. Sie ist ja immer, wie sie immer ist und hat nun mal angefangen, auch vor 40 Jahren. In einem Zeltlager da, war also auch einigermaßen unterbelichtet das Ganze, wie alles damals ein bisschen unterbelichtet war, weil nicht so viel Geld da war. Ja? Schauspieler mussten improvisieren, einige Schauspieler haben ein bisschen auf Gage verzichtet, haben sich dann prozentual irgendwo eingeschrieben und leben dann halt davon heute noch. Also Star Wars ist einfach alles. Star Wars ist A bis Z. Star Wars ist ein Kostüm, ein Cosplayer. Star Wars ist ein Schauspieler, den wir kennen. Eine Darstellung einer Filmfigur. Star Wars ist halt der dunkle Lord. Luke Skywalker. Chewbacca. Ja, Chewie. Halt als... ne? Und ja, Leia ist klar. So, jetzt machen wir mal einen Schnitt zum Schluss. Langsam merken wir ja, und dass alles so weiblich wird. Na, vielleicht bekommen wir ja so weibliche, dunkle Gestalten demnächst. Game of Thrones, die Regisseure auf Game of Thrones haben ja jetzt Zeit, sich neuartige Geschichten auszudenken. Im Mittelalter haben sie sich ja schon mal austoben können. Jetzt können sie das Mittelalter ja adaptieren in die Zukunft und daraus was machen mit wunderbaren Kostümen, mit 3D, Schrägstrich, Grün und Blau. Studios und das Ganze, wenn man sieht, wie Rey und Kylo da in diesem Waschbecken da am Rum und dieses Ganze, und nachher sieht das ja so gewaltig aus. Wir haben ja hinterm Set gucken können durch Vanity Fair die Bilder, wie die da also arbeiten, wie die da in diese neuartigen Apparaturen sich bewegen können. Dadurch kommt das ja alles ein bisschen, können die ja so dramatische Sachen machen. Also Krieg der Sterne, Ü60 verabschiedet sich, Star Wars Ü15 ist am Start, freut sich mitzufiebern. Einige freuen sich auf Old Republic. Ja, also wie gesagt, Ü60 kennt Old Republic nicht, so in dem Sinne. Ü40 auch nicht, mit denen, die ich gesprochen habe. Ihr als Zuschauer wisst das ja sicherlich, ihr als Zuschauer habt ja eure eigenen Projekte am Laufen. Also ich mag Star Wars so, wie es ist, und ich werde nichts Negatives daran finden. Ob an diese Art von Kostüm, diese Art von Merchandise, diese Art von Kritik, diese Art von Liebe zu Star Wars, dieser Hass zu Star Wars, also auf Deutsch gesagt, ja, sagt das Wort ja schon, Krieg. In einem Krieg kann man nicht alles lieben, ne? Töten und so.
ja, ihr müsst halt mögen oder ihr müsst es nicht mögen. Und wenn ihr es mögt, wunderbar. Wenn ihr es nicht mögt, brauchen wir nicht drüber reden. Hat sich dann das Ganze erledigt. Also denkt dran, Han Solo 2 hätte man gerne. Galaxy Edge Merchandise, man kann da wunderbar einkaufen etc. Ich gratuliere jedem, der da hin kann. Gratuliere jedem, der da irgendwas machen kann. Und ja, ich hoffe, ihr kommt gut klar damit. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt hier die allerletzte Sendung war, weil im Moment ist Ruhe. Wir haben jetzt Sommer. Und da passiert also nicht viel. Einige Sachen sind jetzt gelaufen. Wenn wir Glück haben, richtig Glück haben, dann ist die Sensation, Disney Plus kommt auch für uns hier in Europa. Das wäre natürlich dann so eine Sensation, weil man dann auch diese Serien, die dort implantiert werden und extra dafür hergestellt werden, wir auch sehen können. Nicht immer erst die Amerikaner. Also im Moment haben die Amerikaner alles. Die haben Resistance gesehen, die haben Rebels gesehen, ja, und sehen demnächst auch andere Sachen, die wir gar nicht sehen oder noch gar nicht gesehen haben, worüber wir noch gar nicht, sondern nur philosophieren. So viele von euch philosophieren über irgendwelche Figuren, die gar nicht zum Tragen kommen, die wir gar nicht sehen und die wir im Kino, / Hollywood, noch nie gesehen haben. Deswegen lohnt sich das gar nicht, darauf einzugehen. Also ich bleibe bei dem, was ich gesehen habe, gehört habe, nachgelesen habe. Und das war halt jetzt wieder Disney vollwertig als Unternehmen, was die sich halt ausgedacht, damit ihr euer Geld dahin tragt, einen ganzen Tag Spaß habt, vielleicht auch zwei Tage Spaß habt oder so lange Spaß habt, wie die Moneten reichen. Ja? In dem Sinne, macht's gut und habt einfach nur Spaß mit Star Wars. So, und ich spiele jetzt hier wieder den... Ja, alles klar, macht's gut.